ein Zeug in meinem Käseblatt. Lieferwagen mit 15 Tonnen Leerdammer gestohlen. Polizei folgt der Geruchsspur. Also Sachen gibt's. Ach, wie ist das schön, wenn man an so einem herrlichen Sommermorgen wie heute in aller Ruhe seine Zeitung lesen kann. Wiener Maus? Wiener Maus? Oh, aus der Traum. Hallo, Wiener Maus. Ah, das ist vielleicht ein toller Tag heute. Sag mal, gehen wir zusammen zum Fußball? Ich gehe jetzt überhaupt nirgendwo hin. Jetzt nicht. Die beiden. Schon wieder haben sie sich in der Wolle. Hallo, Kinder, grüß euch. Ich bin's, Gundis. Ihr wisst schon, die Freundin von Bino und Lucy. Das geht ja wieder mal prima los heute. Bino will lesen, Lucy will spielen. Das Übliche eben. Na, mal sehen, wie das weitergeht. Ja, Moment mal. Was steht denn hier? Was steht denn wo? Na, hier, auf der letzten Seite von meinem... Von deinem doofen Käseplatz. Ruhe jetzt, Lucy. Pass lieber mal auf, was hier steht. Wir glauben, dass es einen Käse geben muss, der noch cremiger ist, noch geruchsintensiver und noch geschmackvoller als alle Käse, die Sie und wir bisher gegessen haben. Ja, Lucy, das glaube ich doch auch. Ich weiß. Moment, es geht doch weiter. Die beste Rezeptur wird mit einer Reise für zwei Personen zum Mäuseschlaraffenland Emmentalis belohnt. Ja, Lucy! Los, ran an die Arbeit! Jetzt wird geköchelt und gemixt, sag ich dir. Die Reagenzgläser müssen vom Dachboden und zwar ein bisschen Avanti, hopp, hopp, hopp. Oh, du meinst, wir experimentieren so richtig in einem Labor? Ja, was glaubst du denn? Wir arbeiten doch jetzt im Namen der Wissenschaft. Jawohl! Hiermit ernenne ich dich feierlich zur Laborberaterin. Wenn schon, dann zur wissenschaftlichen Laborberaterin. Und als solche sage ich dir, her mit den Reagenzgläsern. Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Auweia, Bino und Lucy richten ein Labor ein. Na, das kann ja lustig werden. Obwohl, eigentlich machen die beiden das gar nicht schlecht. Wie sie das alles so zusammenbauen. Töpfe, Gläser, die kleine Backform von Tante Binaletta und die alten Reagenzgläser vom Dachboden. Das sieht aus, als hätten sie es gelernt. Aber wie soll aus den Küchenzutaten jemals ein Käse werden? Na, lassen wir uns überraschen. Jetzt wird jedenfalls erstmal alles zusammengeschüttet und kräftig durchgemixt. Du, Wiener Maus, vielleicht können wir auch den guten alten Quarkleister gebrauchen. Das Quarkkleisterlein? Ja, Laborberaterin Lucy, das ist ja eine emmentalmäßige Idee, ist das ja. Her mit dem Kleisterlein. Wirklich? Jetzt schon? Jetzt oder nie, Lucy. Ja, gut. Das Quarkkleisterlein hier, bitteschön. Also ich als wissenschaftliche Laborberaterin empfehle, der Mixtur 3 Tröpfchen hinzuzuträufeln. 3 Tropfen? Allerhöchstens 3 Tropfen. Wie Sie meinen, Frau Kollegin, wie Sie meinen. Jetzt also bitte absolute Ruhe und Konzentration. Absolute. Ruhe. Ein Tröpfchen. Und noch ein Tröpfchen von dem guten Kleisterlein. Und noch ein letztes Tröpfchen. Boah, das war ja eine wirkliche Explosion. Auweia. Bino, Lucy, ist euch was passiert? Ich meine, ist alles in Ordnung mit euch? Aha, alles in Ordnung. Mit mir auch. Aber schau mal, Lucy, wie du aussiehst. Und schau mal, Bino, wie du aussiehst. Und was ist aus meinem schönen, gemütlichen Mäusekämmerlein geworden? Käsebrei. Überall nur Käsebrei. Ja,
Wirklich, eine Riesenschweinerei. Das ganze Zimmer ist total verklebt. Und Bino und Lucy sehen aus wie zwei Schornsteinfeger. Tja, ich hab's geahnt. Irgend sowas hab ich tatsächlich geahnt. Mein Rechenbuch ist überhaupt nicht wiederzuerkennen. Da wird sich Frau Dr. Wurzel aber freuen. Oh. Guck mal, Bino, die Lampe. Käse, Käse, Käse. Tja, Freunde, so schnell wird aus einem Wissenschaftlerteam eine Putzkolonne. Jetzt heißt's ran an die Putzlappen, sonst trocknet der Brei nämlich ein. Momentchen mal. Noch ist unser Experiment auf keinen Fall vorüber. Jetzt wird erstmal das Ergebnis unserer Arbeit getestet. Du meinst, du willst diese klebrige Matschepampe probieren? Das ist keine Matschepampe. Dieses Breilein. Oh, Maus, oh Maus, oh Maus. Das ist ja der allerbeste Käse, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Stimmt das wirklich, Bino Maus? Es ist wahr und wahr und nichts als wahr. Na ja, wenn er wirklich so gut ist, dann probiere ich ihn auch. Das ist der erste Käse, den man von der Wand schlecken kann. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Erst sind sie zu faul zum Saubermachen und jetzt? Lucy, nimm doch wenigstens die Finger. Mmh. Bino Maus, da hast du aber wirklich recht. Der schmeckt ja umwerfend, der Käse. Vielleicht gehen wir morgen doch noch zusammen in die Akademie. Bino? Bino Maus? Der große Wissenschaftler ist eingeschlafen. Ja, dann soll er halt schlafen. Aber alleine sauber machen? Also vorher muss ich noch ein bisschen kuscheln. Das ist ja wohl die Höhe. Beide eingeschlafen. Am helllichten Tag. Komisch, sonst können die zwei abends nie einschlafen. Und jetzt? Ob das was mit dem Käse zu tun hat? Na, egal. Jedenfalls macht keiner sauber. Typisch. Tö, ich auch nicht. Ich gehe lieber eine Runde spazieren bei dem Wetter. Also, macht's gut. Ach ja, so fest wie die beiden jetzt schlafen, werden sie heute bestimmt nicht mehr wach. Also, tschüss bis morgen. Höchst interessant, höchst interessant. Und jetzt noch ein einziges Tröpfchen. Aufpassen, nur nicht auf mein verkästes Rechenbuch. Ah! Lucy! Ja, was schreist du denn so rum? Nur wegen dir habe ich jetzt die Flasche mit dem Quarkleister umgepfeffert. Eieieiei! Guten Morgen, Bino Maus. Das war doch mein Aufwachschrei, weißt du? Aha! Dein Aufwachschrei. Na prima. Jetzt klebt nicht nur der Käse. Jetzt klebt auch noch der ganze Quarkleister auf meinem Rechenbuch. Maus, oh Maus, oh Maus. Wo finde ich denn ein Läppchen dafür, wenn das Frau Dr. Wurzel sieht? Du, Bino Maus, ich habe so schön geträumt. Von einem ganz großen Schloss an einem riesigen See. Und wo da ist denn bloß ein Läppchen? Was hast du gesagt, Lucy? Ich hab so schön geträumt. Du schrei doch nicht so. Schön geträumt, ja, ja, ich auch. Sag mal, Lucy, weißt du eigentlich, wo mein Rechenbuch jetzt ist? Was soll ich denn mit deinem langweiligen Rechenbuch? Oh, Bino Maus, es ist ja schon 10 Uhr. Wir müssen sofort los, sonst kommen wir zu spät in die Akademie. In die Akademie, ja, 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 in die Akademie. Und sag mal, du hast mein Rechenbuch wirklich nicht gesehen? Los, pack deine Formel ein. Sonst ist keine Maus mehr da, wenn wir kommen. Du hast recht, Lucy. Ich zieh mir nur noch schnell was über und dann ab in die Akademie. Wir haben den besten und geheimnisvollsten Käse des Abendlandes. Emmentalis, wir kommen! Yippie! Meine Güte, ist das aufregend. Bis auf den letzten Platz ist der Hörsaal besetzt. Ganz da vorne in der allerersten Reihe sitzt Lucy. Sie ist die einzige Nichtmaus im Saal.
und Bino sitzt neben ihr. Wie fein er sich gemacht hat, mit Anzug und Fliege. Ui. Jetzt steht er auf und geht an die Tafel. Geehrte sonore Professoren und natürlich auch Professorinnen, um den Basisbrei für meinen genialen Käse herzustellen, folgen Sie zunächst der Formel Beta hoch 17 mal Omega plus 2. Darf ich es Ihnen auf die Tafel schreiben? Also. Dann rühren Sie die so entstandene Masse kräftig durch. Wie Sie nun unschwer erkennen, ergibt das bisher einen ganz gewöhnlichen, mittelmäßigen Emmentaler. Die Besonderheit meines Rezeptes besteht darin, dass nunmehr zwei Tröpfchen, ich betone zwei Tröpfchen, vom altbewährten Quarkkleisterlein hinzugegeben werden müssen. Bitte, geschätzte Herrschaften, bitte, bitte, ein kleines bisschen mehr Konzentration, ja, ein kleines bisschen. Was ist denn das? Eine Hand? Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Eine Hand schnappt sich den Schwamm und wischt Binos Formel von der Tafel. Hey, halt! Und diese Hand entreißt jetzt Bino den Zettel mit der Formel. Ja, warum unternimmt denn niemand was? Die Hand rennt doch zur Tür hinaus, mitsamt dem Zettel. Halt! Momentchen mal. Wie oder was war denn das? Diebstahl! Haltet den Dieb! Bino, los! Schnell! Hinterher! Ja, natürlich, Lucy! Hinterher! Schneller, ihr beiden! Also, sowas habe ich ja noch nie erlebt, meine Güte. Bino, Lucy, hinterher! Ach, und nirgendwo ist was zu sehen. Oh Mann, das gibt es doch nicht. Ihr müsst euch trennen. Los, Bino. Du die Kastanienallee runter und du, Lucy, die Lorzingstraße. Auf dem Münzenplatz trefft ihr euch dann wieder. Schnell! Oh, keine Chance. Überhaupt keine Chance. Lucy, hast du eine heiße Spur? Alles. Wirklich alles kann man verfolgen und aufspüren mit einer guten Spürnase. Aber ein Phantom? So ein richtiges Phantom, Bino. Null Chance, sag ich dir. Du hast recht, Lucy. Und weißt du was? Das ist wirklich ein Phantom. Und was für eins? Das war nämlich einer mit einer richtigen Tarnkappe. Mit einer Tarnkappe? Formaggio! Was? Oh nein. Bino hat natürlich recht. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Carlo Formaggio, der Gangsterboss der Mäuseunterwelt. Natürlich. Er ist der Einzige, der eine Tarnkappe hat. Seit Formaggio diese Kappe hat, tyrannisiert er die ganze Stadt. Einbrüche noch und nöcher, sag ich dir. Eine richtig miese Type ist der. Pfah, den schnappen wir uns einfach und zerpflücken ihm seine alberne Tarnkappe. Da bist du nicht die Erste, die das vorhat. Nee, nee, Formaggio kriegt keiner. Keine Maus weiß, wo der sich rumtreibt. Der ist einfach nicht zu kriegen. Ja, aber für eine Katze. Lucy, Katzentier, Formaggio lebt in der Mäuseunterwelt, in der berühmt-berüchtigten, verstehst du? Kein Wort. Komm, wir gehen jetzt heim und da erkläre ich dir das alles, ja? Aber eins steht jetzt schon fest. Käseformel ade und auch Emmentalis ade. Die Sache können wir vergessen. Bei Sherlock Holmes. Ich glaube, Bino hat recht. Ich meine, natürlich ist Bino ein echter Detektiv, keine Frage. Aber sich gleich mit dem Gangsterboss der Mäuseunterwelt anzulegen, das ist zu gefährlich. Naja, es klappt halt nicht immer so, wie man es sich vorstellt. Aber den Kopf nicht hängen lassen. Morgen sieht die Welt bestimmt ganz anders aus. Ein neuer Tag, so ein neuer Tag. Was er wohl bringen mag, was er wohl bringen mag. Hereinspaziert, wenn es kein Mäusefänger ist. Hereinspaziert. Morgen, Bino Maus. Weißt du, was ich gerade erlebt habe? Also, ich gehe in den Bäckerladen von Frau Kowalski, ja? Wo ich immer die Brötchen hole. Und noch
kann ich dir folgen. Und da sitzt die Frau Kowalski auf ihrem Stuhl hinter der Theke und schläft. Und schläft. Ja, was hat sie denn in der Nacht gemacht, dass sie morgen schlafen muss? Vielleicht ist sie in den Mai getanzt. Oh, so ein Blödsinn. Im Juli in den Mai getanzt. Oh. Aber was ich dir erzählen will, die Leute haben sich einfach die Semmeln und die Brote aus den Regalen genommen und nur ein paar haben der Frau Kowalski das Geld hingelegt. Nur ein paar? Du meinst, man hat die liebe, gute Frau Kowalski bestohlen und betrogen? Wir unterbrechen unsere Musiksendung für eine aktuelle... Bino, sei mal leise! In unserer Stadt und in der näheren Umgebung ist es zu einer Reihe höchst merkwürdiger Überfälle gekommen. Mehrere Geschäfte wurden heute Morgen ausgeraubt. Seltsamerweise liegen alle Mitarbeiter der ausgeraubten Geschäfte in tiefem Schlaf und sind daher nicht vernehmungsfähig. Es ist der Polizei bisher nicht gelungen, herauszufinden, wer die Diebe sind. Zweckdienliche Angaben nimmt jedes Polizeirevier entgegen. Und weiter geht es wieder. Lucy! Lucy! Das ist Carlo Formaggio! Carlo Formaggio hat unsere Käseformel geklaut! Dann hat er die Käse gemacht und probiert und ist genauso schnell in den Tiefschlaf gefallen wie wir zwei gestern. Und du meinst, jetzt schläfert er mit dem Käse die Leute ein und raubt sie aus? Nur so und genauso ist es, Lucy. Das ist die hinterhältigste, gemeinste, fieseste. Oberfieseste Gemeinheit, die es überhaupt gibt. Bino! Wir haben keine Wahl mehr. Jetzt müssen wir Carlo Formaggio finden und ihm die Formel abnehmen. Stimmt, Lucy. Das müssen wir. Maus, oh Maus, oh Maus. Sowas hätte sich nicht mal Sherlock Holmes getraut. Also, auf geht's. Boah, ganz schön mutig, die zwei. Aber sie haben natürlich recht. Gegen so fiese Machenschaften, wie Formaggio sie anstellt, muss man einfach was unternehmen. Aha, da sind sie schon, die beiden. Oh, Bino hat seine Sherlock-Holmes-Mütze aufgesetzt. Ich glaube, was die beiden jetzt machen, nennt man unter Detektiven Spurensuche. Spurensuche, liebe Lucy-Katze. Spurensuche bedeutet, dass man jenen Ort ausfindig macht, an dem die kriminelle Handlung ihren Anfang genommen hat. Und das ist Frau Kowalskis Bäckerladen. Okay, okay. Hey, guck mal. Vor dem Bäckerladen ist eine riesige Menschenmenge. Ach ja? Das ist an den meisten Tatorten so. Du, Lucy, wir müssen auf alle Auffälligkeiten Acht geben, hörst du? Und natürlich auf flüchtende Personen. Wer sollen da noch flüchten? Die sind doch längst über alle Berge. Aber vielleicht ist die Frau Kowalski wieder wach und kann uns erzählen, was passiert ist. Entschuldigung, lassen Sie uns mal bitte durch zu Frau Kowalski. Wir sind nämlich gute Freunde von ihr. Mhm, ganz, ganz gute Freunde. Jeden Morgen holen wir hier die Semmeln und... ja, da sitzt sie ja und schnarcht immer noch wie ein Murmeltier. Gibt es sonst hier irgendetwas Verdächtiges, Mrs. Lucy Watson? Eine ausgeräumte Kasse mit... keinem einzigen Pfennig mehr drin. Aha, ein eindeutiger Hinweis. Diebstahl im großen Stil. Und was machen wir jetzt, Sherlock Bino Holmes? Ja, was wohl? Wir setzen natürlich unsere Spurensuche fort. Aha, und wo soll's jetzt hingehen? Tja, es geht. Jetzt erstmal hier die Straße lang. Aha, jetzt wissen wir es also ganz genau. Spurensuche, das heißt erstmal die Straße hoch und dann die Querstraße links hinunter und in den schmalen Weg da hinein. Halt, das ist eine Sackgasse. Den Weg also nochmal zurück und dann wieder in die Querstraße hinein. Ey, sag mal, wie fährt denn der? Lucy, nicht so laut. Das sind gute Freunde aus der Käsebranche sozusagen. Ich schau mal, was auf dem Wagen draufsteht. Wohlgeruch und Co. Käsespezialitäten. Oh, und schau nur, was die beiden Mäuseriche aus dem Auto holen. Käseglöcklein. Zwei Käseglocken mit feinsten Käsespezialitäten. Du, Bino-Maus, das stinkt hier aber ganz gewaltig nach ziemlich falschen Käsespezialitäten. Oder kannst du mir erklären, warum die beiden mit dem Käse direkt in die Sparkasse marschieren? Die wollen doch keinen Käse auf ihr Konto einzahlen.
oder? Ja, Lucy, das ist sie nämlich. Die einzig richtige Frage. Was wollen die beiden in der Sparkasse? Ja, jetzt aber nichts wie hinterher, liebste Mrs. Lucy Watson. Mrs. Lucy Watson. Bino fühlt sich schon richtig wie der Meisterdetektiv Sherlock Holmes. Naja, und dessen Assistent, der hieß eben Mr. Watson. Und deshalb nennt Bino Lucy jetzt? Ach, aber das wisst ihr ja sowieso. Oh, die beiden Mäuse aus dem Auto sind schon in der Sparkasse. Wohlgeruch und Co., Käsespezialitäten. Guten Tag, meine Herren. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, guten Tag. Verehrte Herrschaften, dürfen wir kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Wir haben Ihnen unter diesen beiden Käseglocken eine kleine Auswahl von Produkten unseres Hauses mitgebracht und würden gerne alle Anwesenden durch eine kleine, unverbindliche Käseprobe von der Qualität unserer Käsespezialitäten überzeugen. Es ist alles völlig unverbindlich. Bitte sagen Sie nicht nein. Ganz schön raffiniert, diese Knaben. Aber natürlich sage ich nicht nein. Geben Sie mir ein Stückchen. Aber mit Vergnügen, mein Herr. Darf ich Ihnen unseren Gouda empfehlen? Vorsicht! Nicht essen! Das ist der Einschlafkäse von Carlo Formaggio! Verdammt nochmal! Bloß weg hier! Ha, überführt! Da lassen die beiden ihre Käseglocken fallen und rennen aus der Sparkasse, diese Ganoven. Lucy, Bino, schnell hinterher! Mist, die Mäuseriche sitzen schon in ihrem Auto. Los, Bino! Los, Lucy! 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 Halt durch, Bino Maus! Das ist doch deine langgesuchte Spur, oder? Hey, könnt ihr nicht aufpassen? Entschuldigung. Ja, das ist schon meine Spur. Aber mir geht doch die Luft aus, Lucy. Durchhalten, Bino. Vorsicht, die Ganoven biegen ab zum Freiheitsplatz und starten durch. Auweia, die Bahnschranke, das auch noch. Bino, Lucy, bleibt stehen. Das rote Licht leuchtet schon. Bino, Lucy, stehen bleiben. Na, endlich. Ach, puh, bei Rot muss man warten. Hätten wir ihn nicht geschafft, oder? Na, niemals. Wir haben überhaupt ziemlich gut durchgehalten. Hm? Ja, schon. Aber wir haben ihn nicht erwischt. Wo sind wir überhaupt? Schrei nicht so. Der Zug ist vorbei. Du kannst wieder normal reden. Ach so, ja. Ich habe nur gemeint, dass ich noch nie in dieser Gegend war. Das sieht hier ja komisch aus. Und hör mal, was brummt denn da so? Ui, ui, Lucy, weißt du, was das ist? Das klingt, als würde die halbe Stadt vor sich her schnarchen. Genau so ist es auch. Ich sag dir, Bino, Formaggios Leute schläfern noch die ganze Stadt ein, wenn wir uns nicht beeilen. Stimmt, aber hier gibt's bestimmt nichts zu entdecken. Hier verfällt alles so vor sich hin. Da vorne, das war mal eine alte Feuerverzinkerei. Und da hinten, weißt du, dieses ganz verfallene Haus, das war mal eine richtige Käsefabrik. Oh, einen Camembert haben die damals gemacht. Lucy, ich sage dir, einen Camembert. Eine Käsefabrik? Bino, hast du wirklich Käsefabrik gesagt? Ja, natürlich. Eine richtige Käsefabrik war das. Und da Lucy, du meinst? Na klar, eine ehemalige Käsefabrik bietet Formaggio doch die besten Möglichkeiten, unseren Käse herzustellen. Oh, gut kombiniert, Mrs. Lucy Watson. Wirklich. Gut kombiniert. Na, dann mal rein in die gute Käsestube. Hey, Bino, Lucy. Wollt ihr wirklich ganz alleine in diese düstere, verlassene Fabrik? Die ist doch total verfallen. Kein Mensch und erst recht keine Maus macht da noch einen Käse. Auf die Idee, dass man in so einem verfallenen Gebäude noch Käse herstellen könnte, kommt natürlich niemand. Nur der raffinierte Formaggio vielleicht. Und ich. Hey, Bino, guck mal. Was denn? Da steht der Lieferwagen, der vorhin an der Sparkasse war. Psst.
Leise. Oh, Lucy, wir sind ganz nah dran. Ich wette, Frau Macchio. Psst! Sei mal ruhig, Bino. Ich höre was. Ich auch. Ich glaube, das kommt von da vorne. Aha. Bino? Bino, das Rohr. Ich glaube, die Stimmen kommen aus dem alten Abzugsrohr. Sei vorsichtig, Lucy. Die Holzrohren hier sind ziemlich morsch. Ja, ja. Bino, hör mal. Wie sehen Sie aus? Ich glaube, es war eine Maus und eine Katze. Die meinen uns, Lucy. Das sind die beiden, die wir in der Sparkasse erwischt haben. Ihr meint, es waren eine Maus und eine Katze? Na prima! Wirklich eine sehr genaue Beschreibung, die uns großartig weiterhilft. Warum habt ihr sie nicht übertötet? Weil! Oh, schafft sie mir aus den Augen, diese lächerlichen Abziehbilder von wirklichen Ganoven. Hirnlose Affen! Machen meinen ganzen Plan kaputt. Eine Katze und eine Maus. Na, ihr Schwachköpfe, sagt euch das nicht? Das ist dieser Bino und seine Katzenfreundin aus der Akademie, ihr Hornochsen, ihr Spatzenhirne. Maus um Maus, Lucy. Ich will überhaupt nicht wissen, was der mit uns anstellen würde, wenn der uns wirklich kriegt. Nicht dran denken, Bino. Lieber gar nicht dran denken. Was ist ihr überhaupt? Kennt ihr wenigstens den größten und mächtigsten Gangsterboss der Mäuse unter Welt? Fromaggio, Fromaggio, Fromaggio. Na, wenigstens etwas. Und nun hört mir mal zu, ihr dämliches Paar. Wir sind die reichsten und mächtigsten Mäuse der Stadt. Noch. Denn morgen, morgen sind wir die mächtigsten Mäuse im ganzen Land. Ach, was sage ich, der ganzen Welt. Aber nur, wenn wir diesen Bino und seine Katzenfreundin erwischen, ist das klar, sie gefährden unseren Plan. Als wäre das ein Problem für die Leute von Fromaggio, eine Katze und eine Maus zu fangen. Das wollen wir erst mal sehen, du mieser Angeber. Psst, nicht so laut, Bino. Hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen, als ich das mit dem Wettbewerb im Käseblatt hab drucken lassen. Oh, der war das. Bino, sei leise. Dass es eine so dumme Maus gibt, die mir einen so guten Käse mixt, der auch noch die Leute einschlafen lässt. Dumme Maus? Lucy, hat er wirklich dumme Maus gesagt? Und jetzt will ich diese kleine, dumme Maus vor mir haben. Ganz schnell. Ist das klar, ihr Tomatenköcke? Ich hab's genau gehört. Er hat gerade noch einmal dumme Maus gesagt, Lucy. Bino, sei doch leise. Ich bin leise, jawohl. Bino, Vorsicht, die alten Holzbohlen. Die sind schon ziemlich morsch. Schrei mich nicht so an. Ich schrei überhaupt nicht. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Ich hab doch gesagt, die alten Bohlen sind morsch. Jetzt sind Bino und Lucy mitten in die Höhle des Löwen gekracht. Was ist denn jetzt wieder? Oh, der Mäusewissenschaftler und seine Katzenfreundin. Buongiorno. Die kommen ja wie gerufen. Hereinspaziert, hereinspaziert. Oder soll ich lieber hereingekracht sagen? Habt ihr, hochverehrter Herr Wissenschaftler. Guten Tag, Frau Assistentin, sehr angenehm. Überhaupt nicht guten Tag. Und mir ist das hier sehr unangenehm. Ihr ist das hier unangenehm. Lustig, unser Besuch. Findet ihr nicht auch? Nun, was verschafft mir die Ehre? Wir wollen unsere Formel zurück. Jawohl. Sie wollen die Formel zurück. Was gibt's denn da zu lachen? Du,
mieser, gemeiner Mäuseganove. Du mieser, gemeiner Mäuseganove. Jetzt reicht's aber. Was glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr redet? Ihr redet mit Carlo Fromaggio, dem mächtigsten Gangsterboss der Mäuseunterwelt. Wenn ich will, schlaft ihr. Und schlaft und schlaft. Wir füttern sie einfach mit ihrem eigenen Käse. Ja, das machen wir. Und wenn sie irgendwann aufwachen, bekommen sie noch einen kleinen Käse zum Nachtisch. Und dann schlafen sie wieder ein. Buonanotte. Bino Holmes, ich glaube, wir müssen uns sofort was einfallen lassen. Stimmt, Mrs. Lucy Watson. Ich habe auch so ein deutliches Gefühl, dass jetzt irgendetwas passieren muss. Ruhe jetzt! Ich rede, du kleiner, mieser Käsemixer. Ich habe nämlich eine Idee. Es gibt dann noch eine Möglichkeit, dir und deiner Freundin das Leben etwas gemütlicher zu gestalten. Was hältst du davon, hier in meinem Käselabor ein wenig weiter zu experimentieren, hm? Wenn du mir noch mehr so guten Käse erfindest wie den letzten? Nie, nie, niemals würde ich für so einen miesen Betrüger wie dich arbeiten. Niemals! Prima, Bino, gib's ihm. Was glaubt denn der eigentlich? Zeig dir mal, wer du bist. Na gut, wie du willst, du dumme kleine Maus. Los, Jungs, den Käse her! Presto, presto! Ich denke überhaupt nicht dran, deinen widerlichen Käse zu essen. Und ich esse Käse sowieso noch, wenn ich will. Jawohl! Haltet ihnen die Nasen zu, dann werden sie den Mund aufmachen. Guten Appetit, ihr Feinschmecker. Oh, ist das fies, das ist ja so gemein. Wenn ich den zwei nur helfen könnte. Momentchen mal, Robaccio, Momentchen. Wartet, Jungs. Ich glaube, der Mäusewissenschaftler hat sich's anders überlegt. Ja, also, Frau Maggio, wenn ich mir dein Angebot so recht überlege, also dann... Ja, dann... Du bist ja ein Mäusewissenschaftler mit Krebs. Ich hatte schon geglaubt, du hättest nur Käse im Hirn. Also, Käsemixer, was hast du mir vorzuschlagen? Ich könnte dir... Bino, Fromaggio ist ein mieser Ganove. Bino, Fromaggio ist ein mieser Ganove. Na ja, ich könnte dir ein Käslein mixen, das dich wirklich ziemlich stark macht. Und ziemlich groß. Bino, sei doch still. Lieber essen wir den Käse und schlafen. Und dann könnte dich kaum noch einer besiegen, weißt du? Also fast keiner. Auweia, was ist denn mit Bino passiert? Das kann er doch nicht machen. Unbesiegbar, meinst du, Käsemixer? Unbesiegbar? Niemals wird die Bino-Maus dir einen Käse machen, der dich unbesiegbar macht. Nie, nie, niemals! Genau, Lucy. Nie, niemals. Pah, was dieser Fromaggio sich einbildet. Lucy, wir wollen doch nicht die nächsten Jahre verschlafen, oder? Oh, immer noch besser zu schlafen, als diesem Miesling einen Käse zu mixen, der ihn so stark macht. Na los, Fromaggio, dann gib uns halt deinen blöden Einschlafkäse. Los, he, lass mich den Käse mixen. Ach so. Ja. Na gut, tu, was du nicht lassen kannst. Ha! Du Verräter! Ruhe! So ein Katz-und-Maus-Theater. Los, lass ihn frei. Er soll dieses Käsegemix machen. Ich kann es ja mal ausprobieren. Gut, gut. Hier mit den Zutaten. Und zwei Reagenzgläser brauche ich auch. Und natürlich auch eine kleine Backform. Und Oh je. Bino-Maus. Wir wollen doch diesem Fiesling das Handwerk legen. Du darfst ihm ja nicht verraten, dass das ganze Geheimnis unser gutes altes Quarkleisterlein ist. Aber Lucy, selbstverständlich werde ich das Fromaggio nicht verraten. Zerstreut ist er auch noch, der Mäusewissenschaftler.
Was weiß Formaggio schon über die Anzahl der Quarkkleisterleintropfen? Oh, Bino, du verrätst ja alles. Sei endlich ruhig. Fertig. Das ist der Käsebrei, der übermächtig stark macht, Formaggio. Willst du ihn probieren? Das hast du dir gedacht, kleiner Mäusewissenschaftler, dass ich reinfalle auf deinen einfachen Trick, hä? Aber das sag ich dir. Einen Carlo Formaggio legt man so leicht nicht aufs Kreuz. Was? Wie meinst du das denn? Ich meine, dass du mich für dumm verkaufen willst. Glaubst du wirklich, ich esse dein Käsegebräu da? Meinst du, ich weiß nicht, dass du mich damit ausschalten willst? Oh nein, du kleiner Mäusewissenschaftler, dein Käsegebräu kannst du selber essen, du und deine Freundin da, basta! Ich und meine Freundin da? Warum denn? Willst du nicht unbesiegbar? Packt sie euch und haltet ihnen die Nasen zu! Na los, macht schon die Schnäbel auf, dann wollen wir mal sehen, was der Käse bei euch gebiert. Mal sehen, ob ihr unbesiegbar stark werdet. Hey, Bino und Lucy sind weg. Einfach weg. Das ist die genialste Käseformel der Welt, die Bino da gemixt hat. Ein Unsichtbarkeitskäse. Halt sie auf! Sie sind unsichtbar! Hey! Meine Formel! Ja, wo sind sie denn? Mir hat ein Unsichtbarer die Formel aus der Tasche geklaut! Maledetto! Versperrt die Tür! Sie hauen ab mit meiner Formel! Haltet sie! Haha, das geschieht ihm recht, diesen Fiesling! Das ist ja super. Los, lauft schnell. Hoffentlich hält die Wirkung lange genug an. Super, dieser Unsichtbarkeitskäse. Yippie. Oh, ist das spannend. Ich möchte zu gerne wissen, wo die beiden jetzt sind. Bino? Lucy? Ah, da. Sie werden gerade wieder sichtbar. Aber dieser Formaggio, der kriegt sie nicht mehr. Oh, geschafft, Lucy. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft, Bino Maus. Yippie! Schau mal, weißt du, was das hier ist? Ui! Die Formel! Du hast wirklich die Formel, Lucy. Das ist ja eine wirkliche Mrs. Lucy Watson Meisterleistung. Und wie du allen vorgespielt hast, dass du den Starkmachkäse mixen willst, das war eine wirkliche Sherlock Bino Holmes Meisterleistung. Das kann ich dir sagen. Sogar ich habe es zuerst geglaubt. Ja, das habe ich gemerkt, Lucylein, das habe ich gemerkt. Und wie bist du so plötzlich auf diese geniale Käseformel gekommen, die unsichtbar macht? Tja, Lucy, das war doch überhaupt nicht zufällig. Weißt du noch, am Morgen, bevor wir losgegangen sind in die Akademie, da ist mir doch die ganze Flasche Quarkkleisterlein über das Rechenbuch gekippt. Genau. Und du hast dauernd gefragt, wo dein Buch ist. Ja, das konnte ja auch nicht da sein, weil nämlich das Buch durch den vielen Quarkkleister unsichtbar geworden ist. Unser guter alter Quarkkleister. Ja, und warum ist das so? Und wie viele Tröpfchen muss man denn nehmen? Und meinst du, das funktioniert jedes Mal? Fragen, nichts als Fragen. Weißt du was, Lucy? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Das heißt doch, eines weiß ich. Wir haben unsere Formel wieder und Carlo Formaggio kann damit keinen Blödsinn mehr machen. Tralalalala. Stimmt. Nur ist leider jetzt der Kongress vorbei. Ach was, Lucy, das macht doch nichts. Ich baue mir einfach in meiner kleinen Käsekammer mein eigenes Emmentalis auf. Was brauche ich denn? Sonore, Professoren. Super Idee. Und Pino Maus, wir könnten doch zu Hause noch ein bisschen in unserem Labor herumexperimentieren, oder? Oh ja! Lucy, das ist eine richtige Mrs. Lucy Watson Super Idee.
Das wird die schönste Matsche-Pampe-Spritzerei, die es jemals gegeben hat. Ah, und Gundis wird vielleicht staunen. Ich glaube, der lieben Gundis erzählen wir lieber nichts davon. Weißt du, in sowas, da ist sie manchmal richtig pingelig. Ja, ja. Wie bitte, ich pingelig? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Na, wartet's ab, euch werde ich was erzählen. Na ja, so viel werde ich den beiden gar nicht erzählen. Ich bin ja so froh, dass ihnen nichts passiert ist. Ihr auch? Hoffentlich habt ihr euch nicht so aufgeregt wie ich. So, jetzt muss ich euch aber leider alleine lassen. Ich mache mich nämlich auf den Weg zu Bino und Lucy. Ich glaube, dass wir in der Wohnung doch ein bisschen Ordnung machen müssen. Na, wenigstens ein kleines bisschen. Und dann sollen die beiden mir nochmal die ganze Geschichte erzählen, aber von Anfang an. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.